Hallo ihr alle, mein Name ist Alex Popp und ich habe gestern wirklich ein Reden Gottes erlebt, wo ich wusste, das ist nicht nur für mich, sondern das ist für viele andere von euch auch. Und zwar waren wir gestern bei meiner Schwiegermutter und auf dem Nachhauseweg, so auf der Autobahn nach Hannover zurück, war über eine Stunde lang ein Regenbogen vor uns, so dermaßen kräftig leuchtend, wie ich ihn, ich will nicht sagen noch nie, aber zumindest schon lange nicht mehr gesehen habe. Und in diesem Moment sprach Gott zu mir. Er sprach, ich triumphiere über diesen Regenbogen. Gott triumphiert über dem Regenbogen. Wisst ihr, der Regenbogen von seiner ursprünglichen Bedeutung her ist, dass Gott einen Bund mit den Menschen eingegangen ist. Ein Bündnis, eine Beziehung mit den Menschen, wo er versprochen hat, ja, dass er uns Leben gibt. An einer anderen Stelle heißt es Leben im Überfluss. Ja, also wenn Gott von Leben spricht, dann meint es wirklich alles, was wir Menschen brauchen. Ja, also vielleicht brauchst du Heilung in diesem Moment. Dann möchte ich dich bitten, dass du vielleicht deine Hand an die Stelle legst, wo du Heilung benötigst. Heiliger Geist, und ich bete, dass du jetzt kommst und genau diese Stelle berührst, heilst mit der gleichen Kraft, mit der du damals Jesus von den Toten auferweckt hast. Diese gleiche Kraft steckt in dir und dafür bete ich, dass diese Kraft, dass du diese Menschen erfüllst mit dieser Heilungskraft. Danke, Herr. Vielleicht hast du aber ständig so ein Unruhe, so ein Unfrieden in dir. Ja, da bete ich ja ein anderes Gebet. Heiliger Geist, komm jetzt mit deiner Ruhe, mit deinem Frieden. Erfüll diese Person jetzt in ihren Emotionen, in ihren Gedanken, in ihrem ganzen Körper mit deinem Frieden. Vielleicht hast du aber auch eine ganz andere Not. Vielleicht hast du echt Mangel. Vielleicht weißt du nicht mehr, wie du einkaufen gehen sollst, weil du einfach kein Geld mehr hast. Oder du hast irgendeine Art von Beziehungsnot. Heiliger Geist, auch hier möchte ich dich bitten, dass du kommst. Du bist ein erfahrbarer, erlebbarer Gott. Und du, Heiliger Geist, du bist die Kraft Gottes. Komm hinein in die Person jetzt in diesem Moment. Komm, lass sie dich erleben. Vielleicht erlebst du aber gerade ja eine ständige Unruhe in dir und wünschst dir einfach mal wieder echt zur Ruhe zu kommen. Und auch hier bete ich, Heiliger Geist, komm mit deinem Frieden. Komm mit deinem Frieden jetzt in diese Person hinein. Vielleicht atmest du jetzt mal tief ein und wieder aus. Einfach diese Ruhe in dich aufzunehmen. Wisst ihr, Gott ist ein erlebbarer Gott. Er möchte, dass du ihn erlebst. Als, ja, dass du ihn erfährst in deinem Alltag. Und dafür steht der Regenbogen. Jedes Mal, wenn du den Regenbogen siehst, erinnere dich also, ja, Gott schenkt mir Leben. Gott hat mir Leben versprochen. Leben im Überfluss. Mega Segen dir.